Jo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier der Benny und der Olli für euch am Start heute wieder mit Part 3 von Let's Play Metroid 2 The Return of Samus. Wir sind inzwischen in der dritten Höhle? Zweiten? Nein, in der ersten. Was? War das vorher keine Höhle? Wie war es vorher? Wir sind erst in die erste Höhle gekommen. Das alles war davor bloß Tunnelwerk. Okay, so. Also das heißt, also ich bin jetzt gerade nicht. Ich bin zwar in einer Höhle, aber ich bin gerade nicht in einer Tempelgegend. Was? Doch, der Tempel liegt hinter dir. Ja, und wo bin ich jetzt gerade? Du bist gerade im Verbindungsweg zur Höhle. Ah, verdammt doch mal. Das meine ich halt mit den guten Farmgegnern. Okay. Also machen wenigstens nicht mehr so viel Schaden wie in Metroid 1. Hier geht's. Hier geht's. Ich muss das mal ein bisschen machen. Okay, oh Gott. Das kann eine Weile dauern. Ja, gut, okay. Wobei gegen die Alpha Metroid sollte ich eigentlich auch noch so ankommen. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt eigentlich fertig im Links im Fusion-Tempel? Willst du da nochmal reingehen? Also ich habe ja jetzt zwei Power-Ups bekommen. Ich habe einen Metroid kaputt gemacht und ein Spy. Ja, genau. Ja gut, aber das Metroid war ja schon war ja schon in der Höhle. Was war das? Weiß ich nicht. Ich habe dieses Geräusch noch nie gehört. Ja, so, okay, dann gehe ich nochmal zurück zum Tempel. Okay. Ja, weil ich glaube, wir sind ja direkt in der Mitte durch, dann zu dem Energietank dann weiter. Oh, keine Ahnung, diese Tempel sind so furchtbar verwirrend. Du kannst auch mal am Außentempel entlang, ja. Weil die Tempel sind immer so ein bisschen, ich sag mal, innen größer als außen. Na, scheiße. Ah gut, aber du bist vorhin rausgekommen. Okay. Wenn du dich erinnerst. Mhm. Haben wir da den Missile geholt? Du bist nämlich da. Doch, haben wir. Ja. Aber es gibt noch eine Missile, wo du nicht rankommst, du bist gleich tot. Ich weiß, ich sehe es. Oh Gott, war das knapp. Du weißt, dass du dann wieder anfängst. Pass auf den Fladen auf. Der fliegt ziemlich weit. Ja, das ist es. Die Bewegungsmuster von dem ist ein wenig. Ich sollte den Distance beamen. Oh Gott. Okay, ich bin jetzt. Was ist ein Distance beam? Ja, eben, den sollte ich mal beherzigen. Achso, ja, schon. Einfach mal ein bisschen. Oh, das ist schön. Yay, plus 500 Drops. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die größere geben können, aber es wäre schön, wenn die es tun würden. Nein. Tun sie aber nicht. Hä, wieso beginnt jetzt der Alarm? Was für ein Alarm, was redest du? Ja, hör mal im Hintergrund. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Alarm ist oder einfach nur ein. Das ist ein Alarm, wenn deine Energie nicht kritisch ist. Bloß gerade eben bei 5 Leben war irgendwie. Der wird nämlich immer lauter und immer ätzender, je weniger Leben du hast. Ah, okay, verstehe. Bloß bei 10 Leben oder sowas war der jetzt irgendwie gerade gar nicht vorhanden. Der wird irgendwie immer lauter, je mehr Leben du jetzt bekommst. Interessant. wird langsamer. Okay, gut. Komm her, laden. Die größten Gegner noch im Spiel? Mhm, irgendwie schon, muss ich wirklich sagen. Also ich meine, jetzt habe ich es auch langsam raus. Also ich habe irgendwie, sich so zwischen denen zu bewegen, ist ein bisschen dämlich. Ja, zwischen zwei Fladen. Hallo? Würdest du das im realen Leben nicht auch tun? Oh, so mich von zwei Fladen zerquetschen zu lassen? Das ist doch schön, wer macht das nicht? Super, mein größtes Hobby. So. Wie viele Fladen gibt's hier? Ich weiß es nicht, ich weiß noch nicht mal, wo ich hier bin. Du bist gerade, glaube ich, auf dem Dach von dem Tempel. Das ist halt. Ich glaube, du bist gerade auf dem Dach von dem Tempel. Geil. Und du kommst jetzt wahrscheinlich gleich da raus, wo du vorhin rausgekommen bist, als du den Tempel durchschritten hast. Ja, da wahrscheinlich. Das war schön gerettet. Ja. Manchmal gibt es dann halt auch, gerade so an Wänden und sowas, dann nochmal einen Eingang, den du so nicht erreichen kannst. Wie zum Beispiel da unten? Ne, ist schon der Boden. Okay. Okay. Also es gibt im Tempel auf jeden Fall nochmal eine Missile, wo wir nicht rankamen. Da braucht man den Spider-Ball. Und ansonsten weiß ich echt nicht, ob es da noch irgendwas gibt. Da war noch was. Da, der. Hey. Okay, und Samus hier. Da war ein Ausrotter der Fladen. Ja. Ja, da waren wir gerade, da war der Spider-Ball. Okay, gut, da gehen wir nicht nochmal hin. Ich glaube, dahinter gibt es nichts. Respawn der Gegner. Oh. Wieder gefährlich nahe gekommen, der Kamerad. Ping, ping, ping. Warum droppt ihr denn nichts? Ich weiß es nicht. Die haben sie schon. Nee, droppen nicht. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in dem hinteren Bereich. Da waren wir ganz oben. Du musst jetzt zu dem Energietankpunkt zurück. Ja, das wäre schön. Du bist jetzt ganz oben, da wollen wir nicht raus. Da wollen wir jetzt nicht mehr raus, okay. Ja, wir wollen den nächsten Gang links. Ah! Der da? Genau. Okay, gehen wir da rein. Da war der Energietank. Und jetzt gehen wir da durch die Wand nochmal zurück. Durch die Wand? Da. Okay. Genau.
Okay. Jo. Schön. Blöp. Und damit, wo kommen wir? Oh Gott. Ja, damit kommen wir im richtigen Raum raus. Ich glaube, die machen Schaden, genau. Das ist ein bisschen blöd. Oh. Das war knapp. Oh, man kann durch Objekte durchschießen, das ist auch schön. Ja, eben, durch Wände nehme ich glaube auch. Das ja, bloß wenn du ganz gut stehst, du hast nämlich theoretisch mit deiner Waffe dann durch den Boden geschossen, weil so kannst du nicht durch den Boden schießen. Nee, stimmt. Das war halt theoretisch, der Eisbeam-Schuss ist schon durch den Boden durchgekommen. Also theoretisch war es irgendwie ein bisschen geglitscht oder sowas. Ja. Hier unten war der Eisbeam. Ja, also gehen wir nach oben. Genau. Ich glaube nämlich, diesen Gang haben wir noch gar nicht richtig erkundet. Wir sind sofort nach rechts gegangen. Haben den Energietank gefunden. Richtig. Gut, dann, ja. Oder ich bin ja wieder meilenweit runter. Wo ging das hin? Ich glaube, es ging zurück dort, wo wir nämlich... Ach, und da geht's gar nicht weiter hoch. Okay, gut. Okay, das... Nee, da kann man als allererstes her. Oder? Ja, doch, genau. Aber dann geh da nochmal zurück, weil... Ja, aber wo war denn der Missile Container? Oh Gott. Wo war der Missile Container? Der war nicht hier. Der war nicht hier? Nee. Da ging's nämlich direkt zurück. Geh nochmal da, wo wir hergekommen sind, weiter. Weil vielleicht gab es da dann nochmal einen Gang. Ja, genau. Weil ich glaube, runter zum Eisbeam gab es da nichts. Nee, ja. Ich weiß es doch nicht mehr. Schon zu lange her. Nee, ich glaube, Speicherpunkte sind, glaube ich, immer am Anfang vom Tempel. Ich speichere trotzdem jetzt. Ja, tu es auf jeden Fall. Ja. Okay. Und wenn du jetzt rausgehst, dann solltest du in der Höhle sein. Ja. Wo war dann der Missile-Container? Wollen wir den suchen? Also wenn, dann ist der einzige Punkt, wo er noch sein könnte, dann wäre dann unten beim Eisbeam. Oder ja, wir sind da wirklich nochmal... Nee, das kann nicht sein. Das war ein anderer Raum. Also dann, ich gehe zum Eisbeam, wenn ja, er da nicht ist. Ja, dann, genau. Mein Gott. Wir brauchen ja auch nicht 100% plus. Es gibt halt bloß zwei Power-Ups theoretisch in diesem Spiel. Und das sind Energietanks und Missile-Container. Ja. Und davon will man natürlich jede Menge haben. Denn, wie jeder weiß, jedes Metroid ist umso schöner... umso schwerer, je weniger man darauf achtet. Genau. Und wenn man zu sehr darauf achtet, wird es plötzlich ziemlich easy. Verdammt, hier war nix. Nein. Der Missile, also ein Missile-Container war ja hier unten. Nee, das war der bei der Bombe. Bei den Bomben. Ja, Mann, ich weiß es doch nicht. Ey, das ist schon der erste Tempel und das ist gar nicht der komplizierteste. Oh Gott. Also ja. Ich geh jetzt raus. Ja, geh mal raus, machen wir die Metro. Mit denen Leben wird die Metroids nicht fertig machen. Muss schon mal ein bisschen farmen. Wo sind die Aufladedinger? Gab's hier schon welche? Also zumindest habe ich schon welche gesehen. Das war ganz am Anfang. Oh Gott, nee. Das war beim ersten Metroid. Das wäre eine ziemlich lange Reise bis dahin. Geh mal zum Schiff. Ja, okay. Ja. Von dem Punkt aus... Da hast du doch gesagt, guck mal da, ein Teaser. Ja, nee, das war ja das Badeball. Ah, der Teaser war das Badeball. Oh Gott. Ah, das Teaser war das Badeball. Das war gar kein Aufladeding, obwohl es fast so aussieht. Ja, gut. Ich werde bald sterben. Ja, so ein bisschen. Wieso? Ach, hier war das. Guck mal. Wir haben es gefunden. Du hast gefunden. Ja. Durch Zufall. Hallo? Skill. Ich möchte gerne... Nach unten schießen. Nee, aber ich bin da einfach vorbei. Okay. Und stirb nicht. Oh Gott. Okay. Na gut, dass der hinter dir nicht geladen ist, sonst würde der dich jetzt... Na, wieso nicht den... Okay, gut. Durch die Wand schießen? Nein, kann ich nicht. Immer also noch du würdest ganz an, geh mal ganz links, wenn dann ganz links an die Wand. Nee, dafür ist der Block zu dick. Schade. Gut, dann weiter. Oben. Über dir, direkt über dir. Ja, ach, genau. Da den hast du gemeint. Ja. Und jetzt versuch dich doch mal hochzuspringen, was ich vorhin meinte. Okay. Ich weiß nicht, ob es geht oder ob du so weit hochkommst, aber es könnte funktionieren. Mhm. Ich glaube nämlich, das geht. Ja gut, aber ich muss halt wieder in Morphball-Modus rein, in Spider-Ball-Modus. Ja genau, du musst dich da oben dran kleben. Na, es geht vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Nee, das ist schwer zumindest. Ja, es muss... Nee, geht nicht. Ja, also okay, ich bin mir... Es geht bestimmt, wenn man den richtigen Frame abpasst. Ja, ich glaube auch. Pixel genau. Was hast du getan? Ich roll da rein, ich will aber nicht ja, mehr. Ja, roll doch komplett rein, da ist schon doch ein Links, ein Block. Ach so. Du musst jetzt halt an die Decke kommen. Ja klar, das meine ich ja. Nö. Klasse. Der Spider-Ball ist so toll. Der Spider-Ball ist toll. Dated.
Schön, und damit nichts wie raus ist. Oh ja, Tempel. Bitte. Oh Mann, und jetzt nicht sterben, vor allem. Da links gibt's nichts. Das war bloß der Teaser. Das war der Teaser, okay, okay, alles klar. So, jetzt nicht sterben. Und dann gleich nach... Oh, das trifft. Das war knapp. Mm-hmm. Abpassen und dann gleich nach rechts schießen. Ja. Weil der untere, der obere sollte dich nicht treffen. Hoffe ich. Ja. Nach rechts schießen, was... Upsa. Du hast nach rechts schießen können und dann einfach... Ach, na, egal. Wo starten wir? Ich habe ja noch gespeichert mit 35 aber... Leben. Aber ich glaube, wir haben jetzt den Missile-Container nicht mehr. Ja, nee, haben wir auch nicht. Meinst du, wir finden nochmal? Das war, glaube ich, der erste Gang rechts. Jetzt hier rechts? Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Ich weiß. Warum lassen eigentlich die Drohnen? Ja, das war hier. War das? Nee, es war nochmal eins weiter unten. Ey. Warum denn? Wir haben doch gesagt, Icebeam, scheiß drauf. Komm, wir gehen raus. Das war der Icebeam. Nee, dann ist es da durch. Weiter. Dann okay. Da durch, ja. Ich habe irgendwie nicht drauf geachtet, das war die, dann durch. Das war die Fuck You-Taktik. Okay, gut, dann mach die Fuck You-Taktik ein bisschen nochmal. Okay. Bloß stirbt diesmal nicht. Ja, das war nicht absichtlich. Ah, ich hasse es. Jungs und Mädchen. Aber naja, man darf. Ey, es ist der vierte Part. Man darf mal sterben. Ja. Ja. Mein Gott. Wobei, wir sind nicht bei Metroid gestorben. Es war ein unehrenhafter Tod. Es tut mir leid, Samus. Ich hab dich entehrt. Gut, der Gegner ist auch nicht geladen. Da rein. Oder? Ja, wir sind richtig. Zwar wieder tot, aber richtig. Okay. So, und bitte diesmal runterspringen und den rechten einfach töten. Danke. Okay. Okay. War ja gar nicht schwer. So. Nochmal. Nochmal den ganzen Spider-Boy-Spaß. Sehr schön. Oh. Das ist alles für einen Missile-Container. Ich weiß nicht, ob es wert war. Ich weiß nicht. Missile-Container ist Missile-Container. Ja, gut. Ein Energietank wäre jetzt gerade besser gewesen. Wie viel sind es denn? 10, glaube ich, ne? Ja, okay, dann lohnt sich's. Und die Respawn. Toll. Selbe Taktik bitte nochmal. Gut. Peng, peng, peng. Läuft peng, gut. Peng, peng, peng. Sie zielt schneller als ihr Schatten. Im Moment, das war Lucky Luke. Oh! Dich habe ich ganz vergessen. Und nochmal sterben. Ich würde gerne zurück und speichern. Wir werden nochmal getroffen. Ja, stimmt. Hast recht. Oh, der Kegel-Let's Player ist on. Ich glaube, das sieht man aber nicht an der Aufnahme, oder? Ja, ich hoffe nicht. Weil Fabs jetzt direkt das Ding aufnimmt. Ja, stimmt. Ja. Nee. Nicht. Ich hoffe es auch. Ja, Skype hat gerade mir eine sehr schöne Information gegeben. Hallo Kegel, schön, dass du online bist. So. Jetzt mal auf der anderen Seite raus. Ist das gut? Na gut, hier hast keinen Speicherplatz. Aber ich kann... Du kannst Fladen farmen, ich kann Fladen farmen. Token? Ah. Okay. Ey, aber es ist nicht so, es ist geil hier, muss ich sagen. Ja gut, aber du, ansonsten, ja, du kannst oben raus. Ich glaube, oben raus. Ja, nicht da oben raus, aber wenn du jetzt nämlich wieder zurückgehst, ja. Dann fällst du auf den einen runter. Deswegen. Und du jetzt einfach ganz nach oben gehen, dann solltest du wieder rauskommen. Ja. Nicht nochmal also, so einen Höllenraum. Wir wollten da eigentlich. Wir wollten was? Was wollten wir? Wir wollten ja eigentlich genau hier oben raus. Ja, genau. Wir wollten jetzt in der Höhle weitermachen. Richtig, genau. Ja, auch sehr schön. Mal sterben. Der verzögerte Tod. Ah, die waren leichter, glaube ich. Geht so. Und dann sind wir raus. Ja, oh, schön. So gut wie? Ja, doch, sind wir. Ja. Schön. Sehr schön. Also, dann mal auf zur nächsten Höhle. Und die haben mich richtig verkauft. Nee, wir sind gerade wieder in der Höhle und wir müssen jetzt noch die letzten Metroids hier töten. Wir haben nämlich jetzt erst eins getötet und wir müssen jetzt hier nochmal an dem Rand der Höhle entlang nach Metroid suchen. Oh. Das ist jetzt die zweite Direktive theoretisch in einer Höhle. Okay. Direktive? Ja. Die zweite Direktive. Ich beherrsche die deutsche Sprache. Ladies and Gentlemen, eine Direktive. Ein weiteres Wort, das ich, glaube ich, in meinem 24-jährigen Leben noch nie benutzt habe. Aber, Benny... Wenn ich in Metroid 2, wo dann? Eigentlich schon. Die Direktive. Ja. Ach, bin ich dich selbst genau aufgekommen. Genau darum geht es doch. Ja.
Geh da bitte, oder wo gehst du hin? Energiefarm? Energiefarm, okay. Ja, nee, weil unten doch Energiefarm, weil oben kommen Metroids. Ah. Da unten sind komische Dinger, die aus Höhlen kommen, die kannst du dann töten für Energie oder fragen halt. Oder wo hast du die jetzt gesehen? Also wohin sollte ich jetzt nicht gehen? Wenn du nach oben gehst, es ist so, das kann ich auch mal kurz in der Kamera zeigen. Es ist eine Höhle, ist meistens halbrund aufgebaut, in der Mitte ist ein kleiner Tempel und außenrum sind kleine Höhlen, wo Metroids drin sind, also in kleinen Innenhöhlen und so ungefähr. Mhm. Und deswegen, wenn du dich dann an der Decke und so entlang rollst, bekommst du auf jeden Fall mit Metroids zu tun. Das Design wird sich minimal ändern in den anderen Höhlen, aber es wird immer ungefähr so gleich bleiben. Mhm. Deswegen am besten jetzt noch ein bisschen Energie farmen, vielleicht einen Energietank und so, außer die Dinger kommen nicht mehr gut. Ja. Komm. Da sind noch welche. Schön. Schön. So. Und dann sollten wir, weil die Alpha-Metroids, wenn sie dich nicht blöd umkombonen, dann sollte das eigentlich passen, einen Energietank. Na. Kannst auch mehr farmen. Das ist kein Problem. Machen wir es mal ein bisschen. Zack. Bang. Nochmal, ja, wenigstens lassen wir jetzt mal ein bisschen was vor. Oh, toll, leer. Warum sind die leer? Ich rotte einfach alles aus. Ja, natürlich, was glaubst du? Die müssen sich erstmal wieder weiterentwickeln. Oder fortpflanzen. So, da haben wir nochmal Familie Schmidt. Zack. So. Und ich würde sagen. Oh, reicht eigentlich. 130 sollte noch reichen. Ja, dann will nochmal. So. Gut, jetzt nach oben. Ja, genau. Jetzt an der Höhlenwand entlang. Okay. Alles bloß nicht mehr zurück in den Tempel. Aber leider Gottes, Leute, ist die Zeit wieder um. Und ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht... Wo gehst du hin? Nach oben. War das... Achso. Nein, in der Höhle. Ah, ich habe es noch nicht richtig gerafft, ne, was hier Höhle ist und was nicht. So, das ist Höhle. Das ist Höhle, genau. Höhle. Da gehen wir jetzt nach oben. Okay, wir tasten uns ran. Ja, normalerweise werden in den Haupthöhlen keine Metroids kommen. Was ist das denn? Das sind Gesteinsdingens. Jetzt bist du an der Decke von der Höhle. Wo bin ich? Nee, doch nur eine. Oh Gott. Was ist das hier? Geh weiter hoch. Oh Gott, wie verwirrend. Das ist alles noch Höhle. Ja, jetzt bist du an der Decke. Decke. Bin ich tot, wenn ich jetzt runterfalle? Es gibt hier keinen Fallschaden. Oh, cool. Ich falle wahrscheinlich in Fladen. Oh, guck mal, eine Side-Off-Lade. Ah, das ist cool, aber... Und seltsam. Ja. Du kannst auch einfach durchrollen. Okay. Also du musst nicht stehen bleiben. Ja, toll, aber nämlich ich trifft vielleicht doch runter. Ja, natürlich, klar. Also stehen bleiben, damit du nicht von dem komischen Moskito getroffen wirst, auf jeden Fall. Klar. Du musst nicht stehen bleiben, um die Sachen aufzuladen. Verstehe. Ich weiß gar nicht, ob das so gut war, hier entlang zu rollern. Warum? Ich dachte, ich soll an die Decke. Ja, an die Decke nicht zwingend. Ich wusste nicht, dass die Decke so groß ist. Aber dann skillen wir uns hier mal ein bisschen durch die Decke durch. Ja, ist doch schön. Oh, Energieauflade. Den brauch, toll. Toll gemacht, gut, Benni. Gut, gut. Ja, was war... Ja, weil ich an der Decke entlang gerollert bin. Ja. Warum sagst du es mir, wenn du es nicht gemacht hast? Ist doch schön. Ja gut, hier dann... Hier an der Decke. Ja, so, ja, ein bisschen an der Decke. Ah, ich glaube, langsam hat es ein Ende. Ja. Wenn wir jetzt das ganze Spiel einmal von oben... Gibt es hier dann gar keine Metroids mehr? Haben wir dann schon das einzige... Wow! Also es gibt hier auf jeden Fall noch Metroids in dem ersten Höhlenbereich, sonst hätten wir ein Erdbeben gehört. Waren wir jetzt da schon drin? Sieht mir nichts ganz danach aus? Nee, ich glaube nicht. Oder da? Ist hier was? Nein. Nö. Gut. Blub, 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 blub. Doch, wir waren hier. Okay, das war hier war das erste Metroid. Dann haben wir die Höhle abgeschlossen. Hey. Jetzt gibt's nur noch den Brutbereich. Den Brutbereich. Genau, und der ist jetzt ganz draußen. Und der ist im nächsten Part. Genau. Bis dann. Also, ciao.